21. November 1942. Stahlwerk Roter Oktober. Guten Abend, Männer. Dies ist eines der letzten Bollwerke der Bolschewiken. Und wir wurden dazu auserwählt, es zu zerstören. Die Fabrik ist seit Wochen umkämpft und liegt in Trümmern. Daher findet der Feind dort jede Menge Deckung. Wir greifen bei Nacht an, damit die Schweine uns nicht kommen sehen. Ich muss euch nicht erklären, wie überaus wichtig dies ist. Ich weiß auch, dass ihr alle müde seid. Aber wir stehen wirklich kurz vor dem Ende. Wenn wir den Feind hier aufreiben, bleibt nicht mehr viel Widerstand übrig. Wir sollten sie in der Plattenverarbeitungshalle überrumpeln, auch wenn der Überraschungseffekt nicht lange anhalten wird. Wenn wir auf den Schmiedebereich vorrücken, müssen wir mit wachsendem Widerstand rechnen. Falls wir Glück haben, erwischen wir sie alle im Schlaf. Doch das bezweifle ich. Die Kalibrierungswerkstatt wird vermutlich eine noch schwierigere Aufgabe. Wir müssen offenes Gelände überqueren, um dorthin zu gelangen. Und die Trümmer im Inneren bieten den Roten gute Deckung. Setzt Granaten und Rauch ein. Wenn wir diese Werkstatt ausheben können, gilt unser letzter Vorstoß dem Lager für fertige Produkte. Dafür müssen wir wieder über offenes Gelände. Schon wieder? Also seid vorsichtig. Ich erwarte Feuerschutz durch MGs und Rauchbomben durch die Truppführer, damit die Soldaten da reinkommen. Der Feind wird bis zum letzten Mann kämpfen. Direkt hinter diesem Lagerhaus ist der Fluss. Abhauen können die Russen also nicht. So, machen wir sie fertig, Männer! Optimismus pur. Jetzt könnten die nicht schwimmen. Naja. Ist eine andere Sache. Ist alles auf... jetzt heißt es auf jeden Fall... Es sind nur noch kleine Widerstandsnester übrig! Jetzt geht raus und säubert das Land von diesen Bolschewiken! Du mich denn so blöd an. Angreifen! Vorwärts! Das Ziel wird erobert! Also wir konnten uns unbemerkt eine Position auf weniger als 100 Meter mehr, ist klar. Steht direkt davor. So. Wir erobern das Gebiet für Deutschland. So. Deckung! Feind getroffen! Na endlich. Der hat mich noch nicht mal angeguckt, hat mich trotzdem angeschossen. Krieg vorbei. Natürlich wieder mal Gewehrschütze. Da drüben! Verdammt, wo kommt das denn her? Hab ich ihn erwischt? Ja. Das ist noch einer. Wir sind weg! Los in Deckung! Granate! Scheiße! Granate! Digga, los! Verteidigt. Nee, Quatsch, angreifen. Schütze, das Gebiet sicher! Das war für meinen Kameraden! Und mein Kameraden war da.
Wir erobern das Gebiet für Deutschland! Genau. Aua. Wartet auf mich! Ich bin wieder 100 Meter weit auf. Ohne mich könnt ihr diesen Krieg nicht gewinnen. Zack. Hab ihn jemand erwischt! Zack. Da ist ein Diener! Ja. Ah. Infanterie! Muss nachladen! Hast du Angst vor uns? Ich hab mich erwischt! Dein Krieg ist vorbei, Ivan! Du weißt warum, weil ich das sage. Mich hat schwer erwischt! Perfekter Schuss! Schläg mich am Arsch, du feige Ratte! Sind sie Russen? Da, gut, da sind sie. Nee. Der Befehl geht an alle. Leute, willkommen zurück. Wir sind hier im Einsatz gegen die Russen mal wieder. Wie soll es auch anders sein? Und die kämpfen auch. Was ihr vielleicht gerade im Hintergrund gehört habt, war meine Stopp. Damit der Part nicht so lang wird. Ranjan! Ihr sitzt fest! Machen wir ihn fertig! Was steht hier? Okay. Interessant. Der ist tot. Top-Schuss. Ich bin mein Todesrevolver. Top-Schuss. Hallmann. Einigung. Alle für Fertigprodukte. Da ist ein Ivan! Na los! Ich bin kein Ivan. Das nimmst du sofort zurück. Da ist einer. Hab ich ihn erwischt? Ja, da drüben! Deckt meine Flanke! Wir erobern das Gebiet für Deutschland! Ja. Ist hier gerade reingelaufen? Wo ist der denn hin? Ich muss mich ausruhen. Kommt das weiter. Das war Meister. Feindbeschuss! Feindbeschuss! Das ist die falsche Seite. Ihr sollt da angreifen. Alle Einheiten angreifen. Alle für gewisse Produkte. Wir sind eure Truppenführer! Feuer erwidern! Glaubt ihr heute? Mein Krieg ist vorbei, Ivan!
Nein. Bitte. Und wieder tot. Du wurdest getötet, ob du es glaubst oder nicht. Und natürlich muss ich jetzt 134 Meter laufen. Schütze, das Gebiet sichern! Nicht nur Schütze, alle. Vorwärts! Das Ziel wird erobert! Greifen wir schon an, wieder zurück. Was macht denn der Russe hier? Das ist unsere Stellung. Kann ja nicht wahr sein hier. Was ist das denn für ein... für ein feiger Haufen? Infanterie! Ist du das gewesen, der mich gerade getötet hat? Hier war um die... Okay. 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 Machst du das, ne? Bleib liegen, du Ratte! Ich erwarte, dass sich alle an die Befehle halten! Feind gesichtet! Befehle hat getroffen! We have won the battle for Germany. Okay, das ging sehr unspektakulär zu Ende, aber wir haben gewonnen. Ich glaube, das war die German-Kampagne. Die Schlacht um Stalingrad war brutal für unser Vaterland. Doch ein Sieg stand nie in Zweifel. Die Bolschewiken haben hart gegen die ihnen weit überlegenen Truppen gekämpft. Doch trotz all ihrer Bemühungen wurden fast alle feindlichen Einheiten am Westufer der Wolga vernichtet. Und die deutsche 6. Armee besetzt nun den Großteil der Stadt. Sowjetischen Widerstand gibt es nur noch in ein paar Schlüsselgebieten, doch auch die werden bald fallen. Wir werden in den letzten Tagen der Schlacht keine deutschen Leben sinnlos opfern. Daher kommen jetzt kleine, handverlesene Einheiten zum Einsatz, um die letzten Widerstandsnester auszuräuchern. Handverlesen. Ich bin der festen Überzeugung, dass die harte Arbeit nun endlich hinter uns liegt und ganz Stalingrad bald in deutscher Hand sein wird. Die Chancen stehen gut, dass wir bald als Helden gefeiert nach Hause zurückkehren. Na ja. Unsere liebenden Frauen und unsere Kinder in die Arme schließen können und ein freudiges, warmes Weihnachten feiern werden. Nach Monaten erbarmungsloser Kämpfe kann ich mir kein schöneres Geschenk für die Männer vorstellen. So, das war's. Wir haben die deutsche Kampagne erfolgreich überstanden, sagen wir mal so. Ja, und ich würde sagen, wir fangen sofort mit der Alliiertenkampagne an. Kampagne an. Auswählen. Wir nehmen wieder Frontsoldat. Hoffentlich müssen wir jetzt nicht schon wieder ein Tutorial machen. Sowjetkampagne. Deutschlands Einmarsch im Juni 1941 hatte Mütterchen Russland kalt erwischt. Wir mussten einen schrecklichen Preis dafür zahlen, dass wir dem Führer und seinen faschistischen Hunden vertraut hatten. Hervorragend gerüstet fegte die deutsche Armee durch unser Land und wurde erst kurz vor den Toren Moskaus zum Stillstand gebracht. Zwar zahlten Millionen russischer Söhne und Töchter mit ihrem Leben für diesen Sieg, doch sie zeigten der Welt, dass auch Deutschland bluten kann. Die faschistische Kriegsmaschinerie dürstet es jetzt nach dem Reichtum von Bakus Ölfeldern und nach unserem geliebten Stalingrad. Das wird sie nicht bekommen. Nie mehr wird die Rote Armee auf ihrem eigenen Boden zurückgetrieben. Nie mehr überlassen wir unser Volk hilflos den Nazi-Aggressoren. Hier, in Stalingrad, stehen wir felsenfest und werden die Eindringlinge vernichten oder bei dem Versuch sterben. Die Deutschen glauben, unsere 62. Armee stünde am Rande des Zusammenbruchs. Da irren sie sich. Wir sind angeschlagen, aber bereit, Stalingrad bis zum letzten Mann zu verteidigen. Wir können die Stadt halten, obwohl der einzig sichere Weg für Verstärkung und Nachschub über die Wolga führt. Unsere Artillerie wird ans andere Ufer verlegt, wo sie immer noch agieren kann, aber für die Deutschen schwerer anzugreifen ist.
Nun bringen wir den Kampf zu ihnen, holen uns jeden Wohnblock, jede Straße und Fabrik zurück, die sie im Namen ihres Führers erobert haben. Unsere Streitkräfte werden den Feinden auf den Fersen sein und jede ihrer wachen Minuten zu einem Albtraum machen. Sie sollen wissen, dass wir sie im Visier haben und der Tod auf sie wartet. Unsere äußere Verteidigungslinie muss so lange wie möglich halten, damit wir die Verteidigung Stalingrads aufbauen können. Sobald eine Position steht, zieht sich ein sowjetischer Soldat nur noch dann zurück, wenn seine Munition verbraucht, das Gebäude eine Ruine ist und seine Uniform in Flammen steht. Wir werden den Geist der Eindringlinge zermürben und wenn er schließlich bricht, dann werden wir die deutschen Streitkräfte umzingeln und zerschmettern. Machst du dabei auch mit, oder wirst du nur Befehle erteilen? Ich glaube eher Letzteres. Naja. Wir sind Soldaten der Roten Armee! Ja. Wir kennen weder Kapitulation noch Rückzug! Auf Stalins Befehl! Jetzt heißt es! Wir spielen genau dasselbe, nur auf der anderen Seite. Okay. Verteidigen Kirche. Unser Tod ist ziellos, wenn sie das hier erobern. Halte die Stellung! Und da kommen sie schon. Ich glaube, ich hab ihren Bastard. Du wirst mich nicht töten, Deutsche! Ich hab ihn festgenagelt! Der Zuki! Muss nachladen! Tick! Warte! Nur eine Minute! Sterb, Frick! Sterb! Bleib hier liegen, du Bastard! Da drüben drauf! Ich hab ihn festgenagelt! Der Tod? Bastard! Er darf nicht entkommen! Verdammte Knarre! Mein Gedenkstein ist der Gruß! Nein! Nein, hab ich erwischt! Das war für meine Bratja! Das war für meine Bratja! Guter Versuch. Bleib hier liegen, du Bastard. Jetzt komm ich, du Bastard. Jetzt habe ich den dreimal erwischt. Stirb, du Bastard. Oh, cool. Wir müssen durchhalten. Ich bin ja gar nicht, ich bin ein Ivan. Na. Oder ich bleib hier draußen. Er ist tot! Da drüben! Da drüben! Ich muss nachladen! Was hast du denn da? Hinterkung! Da hat Jesus, Maria und Josef! Verdammte Knarre! Wir haben erneut unsere Feinde zerschmettert. Das ging schnell. 5. September 1942, Stalingrad West. Letzte Nacht haben uns die Deutschen die Rote Kaserne entrissen. Unsere Kameraden, unsere Brüder, ließen bei der Verteidigung ihr Leben. Einige von euch waren ebenfalls dort. Heute sind wir an der Reihe. Wir werden sie uns auf besinnlichen Befehl von General Tschuikow zurückholen. Wir müssen uns ihnen stellen und Mann gegen Mann in den Ruinen kämpfen. Wir werden sie niederringen, indem wir den Kampf zu ihnen bringen. Sie werden einknicken und fliehen oder dort sterben.
Wir greifen zuerst das Verwaltungsgebäude an. Es ist ein großes, massives Gebäude. Genau. Bruder! Hab nur noch wenig Munition! Ja! Hab ich ihn erwischt? Für Deutschland! Ja? Schon der Bursche! Ich muss immer einen Schritt zurückgehen. Ich habe hier 2 Meter Russland für dich, Fritz. Ich habe hier 2 Meter Russland für dich, Fritz. Tötet sie alle! 2 Meter Russland für dich, Fritz. Okay. Zastalina, greif dieses Gebiet an. Angreifen wir sofort. Immer schön nachladen. Ruhig bleiben, Männer! Angst bringt euch nur um! Mir geht die Munition aus! Du wurdest getötet, du steigst aus neuer Sowjetunion ein. Na, komm. Just Daliba. Das war ein guter Schuss. Werde diese Faschisten mit in die Hölle nehmen. Wir haben alle Hammer. Halbautomatische Waffen. Nicht diese scheiß Karabiner, die man immer selbst repetieren muss nach jedem Schuss. So, na warte. Muss nachladen! Ah, ist klar, hat er mich erwischt. In die Leber. Gewehrschütze. Achtung! Ich hab ihn festgehalten! Für Deutschland! So weit war. So mit KI. Ja, wer hat denn da geschossen? Da! Na, Granate? Ich kann mich nicht bewegen! Ich weiß nicht, ob ich es schaffe! Runter! Feindgesichter! Ich habe 2 Meter Russland für dich, Fritz! Hab ich ihn erwischt? Könnt ihr mal hier angreifen? Schaltet die Faschisten aus, Tovarisch! Genau. Mal spielen! Jetzt! Der Sieg gehört uns!
Was das? Zu viel gewollt. Bekannt vor hier. Wartet! Nur eine Minute! Was ist denn? Was ist denn? Ein bisschen erschreckt. Erobert das Gebiet für unser Volk zurück. Angriff! Angriff, wir sind schon so weit gekommen. Hilfe, Hilfe, Hilfe! Spritzt das Blut? Du bist jetzt mal ruhig da oben. Schuss. Sieg! Wir alle werden Helden der Sowjetunion sein. Und wir sehen uns im nächsten Part von Let's Play Red Orchestra 2, diesmal die Sowjetkampagne. Bis dann, Leute.